Guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Mein Auto schreit den ganzen Tag AdBlue. Ich habe gerade 5 Liter gegeben, aber es war ihm einfach zu wenig, ja. Ich fahre jetzt gerade wieder zum Käfer. Ich habe leider jetzt massive Probleme. Leider Gottes wird es nirgendwo ein Dach geben. Also ich kann das aus Deutschland nicht holen, aus Lockdown-Gründen. Ich habe heute schon mit allen Käferteile-Leuten telefoniert, die es in der Umgebung gibt. Leider hat von denen keiner ein Dach. Also das Dach, alle sind sich ziemlich einig, dass das Dach eine große Herausforderung wird. Fortschritt, ich habe eine Heizung, yay! Sie bläst zwar irgendwie nur oben warm raus und vorne so gut wie gar nicht, aber ja, was soll's. Als nächstes werde ich mal meinen Döner essen, der ist mittlerweile über eine Stunde alt, also ja, viel Spaß dabei. Na gut, ein Freund, ein Bekannter hat mir dieses Set geliehen, das ist zum Ausstellen, wie man sieht. Bin ich schon sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Ich werde euch auf den Laufenden halten. Bevor ich jetzt hier weitermache, also auf dieser Seite, werde ich jetzt mich mal um dieses Eck hier kümmern, wo man ja sieht, es ist mega geil eingedellt. Ja, kurz um die Tür rum. Dafür werde ich jetzt, die Kante geht ungefähr bis hier. Das bedeutet, ich werde jetzt hier mal raufflexen. Hier so ein Stück rausnehmen. Und dann komme ich von innen relativ schön da rein. Jo, genau. Eventuell filme ich ja was. Bevor ich hier jetzt aber weiter reinflexe, habe ich ihn hier jetzt mal aufgehoben und werde ihm 2-3 Holzbäckchen unterlegen. Einfach damit er nicht aus kann. So, damit er einfach gefangen ist. Oh. So, jetzt liegt er hier auf Holzbacken auf. Das sieht recht gut aus eigentlich, so lange bis jetzt. Jo, ich habe jetzt dieses Stück hier mal ein bisschen großzügig ausgeflext. Jetzt sieht man hier das ganze Ausmaß, hier ist ein massiver Knick. Also bis hier, ich habe ja jetzt bis hier hingeflext, das ist hier ungefähr diese Luftlinie darüber. Bis zu diesem Knick kommen wir jetzt schon mal relativ schön rein. Da werde ich mich jetzt versuchen daran, wenn man hier jetzt sieht, relativ viel weiter unten ist es gar nicht. Also hier ist der Schnitt außen, da kommen wir jetzt eigentlich genau hin. Jo, hier habe ich mal wieder ein bisschen durchgeschnitten. Ja, das passiert halt eben. Jetzt sieht es ja so aus, mega verdellt, aber es ist im Großen und Ganzen, ich schalte mal das Licht ein, im Großen und Ganzen, es ist jetzt halt mega verdellt durch die Schläge und alles, ist klar. Jo, jetzt sieht es gerade so aus, ich habe den mittleren Knick da jetzt mal ein bisschen bearbeitet. Ist zwar noch nicht schön, aber das Papier ist da so dick, also das Blech ist da so dick wie Papier. So sieht die Ecke jetzt aus, noch immer ein bisschen verdellt, klar. Also, jetzt sieht man hier ganz gut die ganzen Dellen vom Draufschlagen. Ich zeige mal ungefähr her, wie ich das jetzt so ausdelle. Also hier ist zum Beispiel eine Delle, die sieht man, die geht nach innen. Das bedeutet, ich muss vorhin nach außen schlagen, damit ich sie dann wieder gerade nach innen richten kann. Okay, jetzt sieht man hier, das Licht spiegelt sich schon nicht mehr, also das Licht bricht schon nicht mehr so extrem. Jetzt gehe ich auf die andere Seite, nämlich hier so, suche mir ungefähr die Stelle. Das Licht ist sowieso immer kacke, weil es immer irgendwo behindert herumfällt. Tschüss Licht! Genau. So, und das sind jetzt all die Dellen für diese Kante, die ich jetzt schon stundenlang bearbeite. Jo, und so geht's dahin, bis alles halbwegs glatt ist. Ich meine, hundertprozentig wird sowieso nicht mehr, aber ja, man sieht hier ist eine totale Orangenhaut. Das muss natürlich alles weg, also zumindest so gut wie möglich. Ich weiß nicht, ob ich es gezeigt habe, aber diese Kante ist jetzt auch schon relativ gut wieder da. Es ist leider hier gerissen, hier ist das Blech wirklich nur noch papierdünn. Hier dasselbe. Und hier vorne, der eine gerade Schnitt, der war ich mit der Flex und das andere ist gerissen. Genau, das Eck sieht jetzt im Ganzen schon mal so aus. Das sind jetzt mega viele Stunden, die da reinfließen. Genau, ist nicht so interessant, deswegen wird nicht so viel gefilmt. Ja.
Jo, ich habe gerade mit meinem Vater geredet, wegen dem Dach. Also, ja, ich habe immer irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit meinem Vater rede. Keine Ahnung. Also der hat jetzt gemeint, ich soll auf das Dach scheißen und ja, mal den ganzen Käfer ausschlachten. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich ihn dann, wenn ich jetzt alles komplett zerreiße, einfach gar nicht mehr zusammenbekomme. Deswegen wäre es mir eigentlich lieber, zuerst das eine und dann das andere zu machen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich tun soll. Mal sehen. Das ist schon immer ziemlich schwer, sowas zu restaurieren. Ich meine, ich kenne das schon. Ich habe schon viele Mopeds und Mofas repariert. Ist halt das erste Auto, was ich gerade restauriere. Ja, ich weiß auch nicht. Es gehört, es muss noch viel gemacht werden. Keine Ahnung. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass die Tür, also ich habe meinen Vater gefragt, ob er mir helfen kann, weil die Tür einfach nicht passt. Das ist ja dieses Problem hier. So, und jetzt haben wir halt gesehen, dass die Tür selbst Knicke hat und verbogen ist. Und ja, deshalb die Tür ist auf jeden Fall auch Müll, Schrott. Den muss ich auf jeden Fall auch wechseln, eine neue reingeben. Ja, heute ist Montag. Ich denke, für Montag habe ich schon wieder relativ viel geschafft. Ich werde die Woche sicher noch mal vorbeischauen und dann filme ich einfach weiter. Ah ja, stay tuned. Da die Tür sowieso verbogen ist, werde ich jetzt mein Bestes tun, die rauszubekommen. Dafür habe ich jetzt so ein Werkzeug. Da kann man hinten draufschlagen und gleichzeitig drehen und das dreht halt dann irgendwie ein bisschen besser mit. Ja, genau. Das werde ich jetzt probieren. Ich stelle mal die Kamera irgendwo hin. Alter, heute ist schon wieder so ein richtiger Tag. Jetzt ist da unten die Kackschraube ausgenudelt. Die wollte einfach nicht. Jetzt habe ich aber keinen Akkuschrauber mit und keine Bohrer. Tja, und mein Vater ist auch nicht zu Hause. Ich klopfe jetzt seit 4 Stunden an diesem Eck herum. Aber es sieht schon echt. Das habe ich sicher schon 10 Mal heute gesagt, aber sieht schon echt ganz gut aus. So weit, so gut. Ein bisschen verdellt und verwelkt, aber im Notfall muss man da halt Spachtelmasse drüber geben, wenn das nicht mehr schöner weggeht. Ich habe jetzt dieses eine Loch hier aufgebohrt. Leider Gottes ist hier ein Rostloch. Das hat man, wenn die Tür montiert ist, nicht gesehen. Also das Eck hier, da rieselt auch richtig gut der Rost raus. Tja, also das ist gammelig hier. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier drüben, hier war ein ganz kleines Loch. Das ist jetzt ein bisschen größer und da sieht man genau das Problem von den Käfern. Hier ist alles voll mit Erde und Dreck. Ja, und da staut sich halt dann das Wasser und dann passiert sowas da. Sehr nice. Diese Schrauben sind mega angefault, die bekomme ich auf keinen Fall mehr auf. Muss ich mal schauen. Was mich mega wundert, ist, dass diese Ecke nicht weg ist. Ja, aber das da, das ist so, das ist relativ normal eigentlich, dass hier ein Rostloch ist. Eben wegen dem ganzen Kack, der hier so drinnen ist. Ja, das läuft alles. Also hier ist das ist die A-Säule. Hier vorne habe ich ja schon mal, da habe ich ja schon mal reingefilmt. Aber hier, da unten sammelt sich halt der ganze Dreck auf beiden Seiten. Komischerweise eher nur auf dieser Seite. So, aber ansonsten eigentlich noch ganz gut. Diese Ecke hat es halt nicht überlebt. Das werden wir dann beim Aufschneiden sehen, ob da noch mehr kaputt ist. Genau. Jetzt werde ich diese 4 Löcher rausbohren. Das ist die zweite Tür, die erste ist ja schon weg. Und hier ist dasselbe, also diese Schraube konnte ich noch lösen. Die ist jetzt halt sehr verkeilt. Und die 2 muss ich leider auch rausbohren, da keine Chance, also wirklich nicht. Aber ist alles halb so wild. Hier war der Türsensor drinnen, der anzeigt, ob die Tür offen oder zu ist, also für das Licht innen halt quasi. Genau, so sieht es jetzt gerade aus.
freue mich schon mega auf die ganzen Rostarbeiten, das alles rausflexen und neu einsetzen. Ich habe mir jetzt dieses Eck mal zu Gemüte genommen, da wussten wir ja schon, dass da ein, zwei Rostlöcher sind. Jo, jetzt sind aber bis hier oben die Rostlöcher, also hier ist auch noch ein Rostloch. Und das da war auch schon ziemlich matsch, jetzt habe ich das mit dem Drahtbürstenaufsatz mal blank geschliffen und mit dem Schraubenzieher mal ein bisschen rumgewerkt. Hier unten ist auch ein Loch, das filme ich jetzt mal nicht. Ich meine, von weiter weg sieht das jetzt nicht so wild aus. Also es ist nicht alles im Arsch, so es ist halt das da und halt hier innen das Loch, das habe ich vorhin schon gezeigt. Jo, hier habe ich auch mal ein bisschen mit der Drahtbürste die Roststellen probiert, ob da irgendwas durch ist oder ähnliches. Aber sieht eigentlich so weit sieht es noch ganz gut aus. Hier ist auch ein kleines Rostloch. Genau. Ja, die Ecke ist ein bisschen Arbeit, aber das wussten wir ja schon. Ansonsten sieht es ganz gut aus, das Blech, auch wenn man in die Löcher reinsieht. Dahinter das Blech sieht auch noch gut aus. Es ist halt bis hier ungefähr stand halt Dreck drin, oder bis hier circa. Das habe ich jetzt alles mit der Druckluft mal rausgeblasen. Durch dieses Loch sieht man zum Beispiel durch. Sieht zwar rostig aus innen, aber es ist nicht die Rede wert eigentlich. Es ist nicht brutal, nicht heftig. Genau, so. Jetzt mache ich dasselbe auf der anderen Seite. Oder nee, jetzt schauen wir uns mal dieses Eck da hinten an, würde ich sagen. Okay, ich habe mir jetzt das Ganze hier angesehen. Man sieht es hier ganz gut. Ich habe da ein bisschen den Rost weggeblankt, blank geschliffen. Jetzt ist hier bei der Wagenheberaufnahme habe ich noch ein Loch entdeckt. Genau, ach, das berüchtigte Eck, was ich schon mal gezeigt habe. Das sah eigentlich relativ solide aus, jedoch, ja, man kann bis rein sehen. Da ist ziemlich viel Rostscheiß. Ich weiß nicht genau, ob ich da dazu sehe, wenn ich die Hütte runternehme. Hier so. Auf jeden Fall ist hier ein Loch. Ich kann da den Finger fast durchstecken. Hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Und da fehlt das ganze Blechstück. Was aber ganz cool ist, diese Schraube hält noch bombenfest. Genau, also da muss ich mir auch noch ansehen, was ich da tue. Eventuell hier abschneiden, das äußere Blech so rüber und dann hier ein Eck reinpassen. Könnte ich machen. Und das muss sowieso, da muss sowieso die ganze Ecke neu, das muss ich alles irgendwie basteln. Genau, jetzt haben wir das gesehen. Hier diese Schraubpunkte, die sehen alle eigentlich noch recht gut aus. Die habe ich auch blank geschliffen. Jetzt sehen wir uns das Loch auf der anderen Seite noch an. Genau. Das ist das Schlachtfest. Alles weg, Alter. Alles weg, das ganze Eck. Hier war jetzt auch noch ein Loch. Aber hier sind dann die, ich denke, ab hier oder so sind hier irgendwo, fangen die Heizkanäle an und ab da sind sie sowieso alle vergammelt. Für das sieht er echt noch gut aus. Das da hinten, ja. Das ist halt das alte Wasser kann nicht weg und dann entsteht Rostproblem. Da sie alle nicht gut grundiert waren. Hier hat sich jetzt auch ein bisschen was gelöst. Das ist jetzt halt auch, ja, gehört halt auch geschweißt. Am besten das Ganze hier. Aber ich habe gerade mit meinem Vater geredet, der hat gesagt, er hilft mir beim Schweißen auf jeden Fall. Ich bin ja kein Karosseriebautechniker, ich kann das ja nicht.
Ich kann gar nichts. Ich bin nur Elektriker. Der Idiot vom Dienst. Ich habe mir jetzt dieses Eck auch nochmal angesehen, wo ich ja gesagt habe, dass das sehr hässlich eingeschweißt ist. Ich finde es immer noch mega hässlich eingeschweißt. Jo, aber es ist zumindest nirgendwo durch. Es ist alles schön. Schön viel Blech. So, hier sind die Blättchen. Das ist gegengeschraubt. Kein Wunder, da unten sind zwei Schrauben noch nicht fertig ausgebohrt. Und hier haben wir dasselbe. Das ist das Türschloss. Das sind halt drei Schrauben. Hier sind diese Teile hier, die leider beide gerissen sind. Auf der Oberkante sieht man das ganz gut. Das sind die Türschlösser. Die sind dreifach verschraubt. Zum Einstellen ist dann hier noch eine Schraube. Genau, die habe ich jetzt mal rausgenommen. Das sind so Gummis gewesen, die sind leider beide gerissen. Die waren hier oben. Und so reingeploppt halt. Und die sind leider beide im Arsch. Die brauche ich dann auch mal neu. Der Himmel ist hier oben eingehangen. Das sind so Teile, die habe ich jetzt umgebogen. Das sieht, die Seitenverkleidung ist auch so eingehangen. Das sieht dann übrigens, also das sieht dann ungefähr so aus. Das biege ich jetzt alles auf und mache das weg. Jo, ich bin gerade bei einem Schrotthändler. Da ist ein T2. Hier sind überall Teile, alles voll mit Teilen. Alles VW. Hier ein Käfer, da ein Käfer, hier noch ein Käfer. Mega geil. Das sind alle zu neu, leider. Der Dachgepäckträger wäre cool. Und da oben steht das Begierdestück. Das wäre halt ein Schlachter, der ist mega fertig, komplett verrostet, überall alles hin. Aber das Dach wäre noch gut. Genau, und jetzt sind wir gerade am Verhandeln. Mal sehen, ob wir den bekommen oder nicht. Das sind die Ami-Stoßstangen. Mit den Real extra dazu. Das sind die amerikanischen Stoßstangen. Mega geil. Alter, der ist noch so schön. Fuck. Ist aber auch ein Eichen. Ja, ist auch ein Eichen. T1-Bus. So, das war's mit dem Video für heute. Danke fürs Zusehen. Ich habe jetzt gerade die Werkstatt ein bisschen umgeräumt und da im Lager ein bisschen Platz gemacht für meine Teile. Dach habe ich leider noch keins. Eventuell nächste Woche. Der eine, wo ich den Schrottplatz gefilmt habe, obwohl ich es nicht durfte eigentlich, hat gesagt, er braucht jetzt noch eine Woche, um mir Bescheid zu sagen. Jo, danke fürs Zusehen, lasst mir ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.